Willkommen zu einem weiteren Review und heute wollen wir uns mal zwei Bildbearbeitungsprogramme angucken, zum einen Photofunia und Bifunky Pro. Ich habe die schon installiert, aber noch nicht geöffnet, deswegen ich gehe jetzt mal auf Photofunia, das wollen wir uns mal als erstes angucken. Da können wir Rahmen und Hintergründe festlegen, beziehungsweise unsere Bilder selbst auf den Hintergrund festlegen. Da haben wir jetzt so verschiedene Filter. Ich gehe jetzt einfach mal auf Posters, da sind 48 Stück drin. Jetzt habe ich da einen Haufen zur Auswahl. Ihr seht vielleicht schon, auf was das hinausläuft. Ich nehme mal diesen da, das hier, und wähle mal ein Foto aus. Aus der Galerie, dann nehmen wir irgendeinen Hans. Am besten den da. So. Okay, und Titel, ja, was weiß ich. Lassen wir einfach mal. So, jetzt sendet das an den Server und lädt wieder ein Bild herunter. Und das verarbeitet das Bild auf dem Server von Photofunia. Und ja, hier kommt dann der Hans im. Auf der Litfaßsäule. Ich mach noch mal was. Geh mal aus hier. Geh mal unter Faces. Und mach aus unserem Hans mal ein Alien. Okay. Go. Sendet wieder, es lädt wieder runter und unser Hans ist ein Alien. Okay, das kann durchaus lustig sein. Was da schön alles gibt. Oh, ein Basketballspieler war das sogar. Was gibt's noch? Movies, mal gucken. Iron Man, aha. Oh Gott, Twilight. Ja, also komm, machen wir hier mal. Aber ihr merkt schon, das ist immer dasselbe. Bloß halt eben mit anderen Hintergründen oder was auch immer. So, aber funktioniert auf jeden Fall gut. Man kann es auch gleich teilen. Auf alles Mögliche kann man das gleich auch teilen oder speichern eben. Ich habe jetzt mal nichts gespeichert. Und dann kann man auch noch die Rahmen also als Favorit setzen. Dann haben wir die hier. Dann findet man die nachher schneller. Da sind auch nochmal alle Effekte drin. Da hätte ich mal durchscrollen können. Manchmal vielleicht kurz, dass man das mal gesehen wird. Mehr laden. Ja, das machen wir jetzt doch nicht alles. Aber da ist schon einiges dabei. Das sieht noch interessant aus. Okay. Go, go. Und lädt wieder runter. Na, das sieht doch prima aus. Also, das funktioniert sogar recht gut. Wir machen gleich mal weiter mit dem nächsten. Und zwar Bifunky Pro. Das ist ein bisschen anders. Da können wir jetzt das Bild an sich erstmal bearbeiten. Wir starten erstmal, wählen die deutsche Sprache. Wohl am besten und suchen uns gleich mal ein Bild raus oder nehmen eins auf, wie auch immer. Ich nehme eins von hier. Was haben wir denn da? Aha. Okay, das ist vielleicht nicht gut zum Bearbeiten. Ich nehme mal eins mit ein paar Farben. Sowas hier. Also, dann können wir hier unten einmal die Helligkeit und den Kontrast ändern. So, ich spiele einfach mal an allem rum. Verwerf das wieder und dass ihr das mal seht. Und hier, das finde ich eine ganz tolle Möglichkeit. Hier können wir den Farbton ändern. Das ist nett, finde ich. Eine nette Option. Und dann haben wir hier noch die Sättigung, um die Farben ein bisschen kräftiger zu machen. Oder eben schwarz-weiß. Auch mal verwerfen. Hier können wir dann noch schärfen. Scharfzeichen. Ein bisschen Schärfe reinbringen.
Das können wir hier, achso, wahrscheinlich das Bild drehen, genau. Und natürlich noch zuschneiden. Das lasse ich jetzt auch mal. Hier haben wir sogar noch Vorauswahlen. Okay, aber das lasse ich mal. Wir haben Effekte, ein paar. Ein paar sind gut. Mal gucken, wie viel es lädt. 61, glaube ich. Ich scrolle einfach mal durch, tippe ein paar an. Hier zum Beispiel. Ja, dann ändert sich immer das ganze Foto. Das sieht ja cool aus. Sowas hier, oder? Sowas. Ich scroll mal durch. Dann gibt es auch noch sowas Verrücktes. Ja, und so weiter und so fort. Ich lasse das aber mal wieder auf Standard. Original. Gehe mal auf Frames hier oben und kann dann Rahmen hinzufügen. So oder sowas hier. Ja, also da gibt es auch alles mögliche an Rahmen. Da müsst ihr dann einfach mal durchgucken. Ich sehe jetzt nur mal wieder ein paar durch. Holzrahmen. Das da finde ich als manchmal nicht schlecht. So ein bisschen Rauschen am Rand. Oh, die sind wohl neu, die habe ich noch nicht gesehen. Ist ja schon Winter. So, so. Ja. Und letztendlich, wenn wir da fertig sind mit Bearbeiten, können wir das Ganze noch speichern hier oben. Aber das lasse ich jetzt auch mal. Ich wollte euch das ja nur kurz zeigen. Also das waren diese zwei Fotobearbeitungsprogramme, mit denen seid ihr meines Erachtens völlig ausgestattet. Da braucht ihr nicht auf so ein Hans Bildbearbeitungsprogramm da zurückgreifen. Naja, okay, dann viel Spaß mit diesen zwei.